Hi, ich bin Fabian Scholz und will euch heute mal zeigen, wie ihr mit unserer Software DisplayStar einen Konferenzraum bucht. Ihr öffnet euch die Maske, habt dann den Scheduler vor euch, wählt den Konferenzraum, den ihr gerne blocken wollt, markiert das Datum, an welchem Tag ihr diesen Raum haben wollt und zieht euch die Uhrzeit, von wann bis wann ihr den Raum buchen wollt, auf. Danach geht ihr über die rechte Maustaste und sagt, ihr wollt den Raum buchen. Und ab hier werdet ihr über den Wizard über die Kontrollfragen geführt. Die Software fragt euch, stimmt es an dem Datum von der Uhrzeit bis zur Uhrzeit, wollt ihr diesen Raum buchen, geht über die Weiterfunktion und kommt direkt zum Texteingabefeld, dass ihr einmal sagt, was soll das Türschild vor dem Konferenzraum eigentlich anzeigen. Ich schreibe mal ein, Meeting, Comatech, Reduction und dann könnt ihr noch ein Türschild-Text oder ein Meeting-Text eintragen. Danach klickt ihr auf Speichern, seid fertig und müsst nur noch mit der rechten Maustaste, wenn ihr mögt, auf die Vorschaufunktion klicken und seht dann einmal das, was das Türschild anzeigen würde vor dem Konferenzraum. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch auf euren Lobby-Monitor anzeigen, welche Belegungen sind eigentlich heute in welchen Konferenzräumen. Das ist eine super schöne Funktion, wie ich finde. Geht ganz einfach, ihr macht das wie folgt. Ihr wählt den Monitor an, sagt, ihr möchtet, dass es vielleicht den ganzen Tag abgespielt wird, von einer Uhrzeit bis zu einer Uhrzeit und geht wieder über die rechte Maustaste. Ich muss hier nichts mehr eintragen, weil ich speichere das und von Zauberhand zieht sich diese Folie alle Informationen aus allen gebuchten Konferenzräumen. Und wenn ihr auf die rechte Maustaste Vorschau geht, seht ihr, wow, alle Räume sind automatisch in dieser Folie eingebettet und werden angezeigt und euch auch noch gezeigt, in welche Richtung ihr laufen müsst.